Hallo euch allen, da sind wir dabei Madden NFL 20. Wir sind im nächsten Solo-Battle, dem dritten der Woche, und wir haben ja immer noch eine 0-2-Bilanz. Das heißt, wir müssen jetzt gegen den amtierenden Super Bowl-Champion, die New England Patriots, ran und tja, wir müssen dieses Spiel irgendwie gewinnen. Der Kick geht bis in die Endzone der Patriots. Kein Return, wir haben einen Kneel-Down von Patterson. Dann wollen wir mal schauen, wen hier die Patriots als Quarterback aufs Feld stellen. Baker Mayfield. Ich glaube, der wird uns in den Solo-Battlen ab jetzt erstmal sehr, sehr häufig begegnen. Der Quarterback der Cleveland Browns. So, wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Versuchen Druck auszuüben. Mit dem Free Safety Blitz. Damit fangen wir an. Erster und 10. Incomplete Pass von Baker Mayfield. Das hat doch schon mal geklappt. Will Blitz 3. Das ist jetzt ein Zone Blitz, aus dem wir heraus operieren. Und das ist eine Completion. Oh, wow, wow. Und ein First Down, 21-Yard-Pass. Am Mike, ein Cowboy. Oh, das tut dir in der Seele weh. Erster und 10 an der 46-Yard-Linie. Oh, da laufen sich die Cowboys gegenseitig über den Weg. Das gibt's ja gar nicht. Oh, wir kriegen hier schon wieder allergrößte Schwierigkeiten. Baker Mayfield mit einem neuen First Down. Der Ball ist sage und schreibe schon an der 29-Yard-Linie der Cowboys. Da ist noch keine Minute gespielt. Erster und 10. Schöner Tackle im Backfield. Da hat es doch mal geklappt. Minus 4 Yards. 2014. So, jetzt ein reiner Man-to-Man-Blitz. Wir haben das Smoke. Ball an der 32-Yard-Linie. Wieder ein Lauf durch die Mitte diesmal. So, jetzt haben wir einen dritten und 6. Die Patriots an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen wieder aus einer Zone-Defense heraus. Incomplete Pass von Baker Mayfield. So, und damit haben wir einen vierten und 6. Das ist ein 42-Yard-Field-Goal, was die Patriots hier jetzt probieren werden. Eigentlich ein Standard-Kick. So ist es. 3:0 führen die Patriots gegen die Cowboys. Die Augen waren aber gerade gruselig. So, der Kickoff der Patriots ist in der Luft, kommt an der 4-Yard-Linie herunter. David Austin, unser Returner. Gestoppt von den Patriots an der 28-Yard-Linie. Tja, und hier kommt jetzt unser Quarterback, die Nummer 4, Dak Prescott, aufs Feld, der Anführer unserer Cowboys Offense. Wir wollen natürlich erstmal schauen, dass wir es schaffen, hier das Laufspiel zu etablieren. Lauf Elliott über die linke Seite. Oh, das sind ein paar schöne Blocks gewesen. Elliott bis an die 38. Noch nicht ganz gereicht für einen First Down. Wieder der Halfback Dive, Second and Inches. Wir laufen über die linke Seite. Ja, das ist ein First Down. Das wollten wir haben. Ball an der 42-Yard-Linie der Patriots. Wir bleiben beim Lauf. Halfback Inside Zone. Solange wir laufen können, laufen wir. Da kommt ein Blitz von rechts. Deswegen laufen wir, glaube ich, lieber mal über die linke Seite. Und das war keine so pfiffige Idee. Da habe ich gehofft, dass der Block ein bisschen länger hält, aber das tut er nicht. So, jetzt haben wir einen zweiten und 12. Nehmen wir einen Counter-Spielzug. Wir täuschen also den Lauf über die rechte Seite an, laufen aber über die linke Seite. Oh, was für Lücken. Leute, wunderbarer Lauf von Elliott. First Down, der Ball ist an der 44-Yard-Linie der Patriots.
Sie kriegen das Laufspiel der Cowboys nicht in den Griff. So, sehen, das ist, dürfte das letzte Play im ersten Quarter sein. Noch einmal ein Lauf von Elliott. Der kommt bis an die 36-Yard-Linie und damit endet das erste Quarter. Wir liegen 3:0 zurück, aber wir bewegen den Ball hier wirklich gut. So, Halfback-Toss, Lauf über die Außen. Ich wollte eigentlich über die rechte Seite laufen, da kommt jetzt ein Blitz, deswegen gehen wir über die linke. Elliott geht diesmal früher nach vorne. Ah, da haben wir einen Yard verloren. Dritter und 3. Fender, Ash, mein Gott, wie viele Cowboys spielen denn bei den Patriots? Halfback Dive. Lauf Elliott über die linke Seite. Wir brauchen einen First Down. Und Elliott hat das First Down. Über die Mitte an der 29-Yard-Linie liegt der Ball. Erster und 10 für die Cowboys. Ich probiere nochmal den Toss über die Außen, den wir ja eben von der Seite her wechseln müssen. Ah, jetzt sieht's besser. Pollard. Nee, dann muss ich auf einen Pass gehen. Wir gehen auf einen Slant. Achten auf Cooper und auf Cobb. Prescott nimmt die Beine in die Hand, läuft selbst. Ach, ich wollte zur Seitenlinie. Boah, die Cowboys können den Fumble sichern. Meine Güte. Freunde, Freunde, Freunde. Wir sind beim Two-Minute-Warning und ich habe Puls. Boah, das war schon wieder so eine Situation. Ich habe den Verteidiger der Patriots von hinten nicht kommen sehen. So, wir nehmen den Stick. Wir konzentrieren uns auf Cooper, wir konzentrieren uns auf Cobb. Die gehen auf Slant. Witten ist meine Sicherung. Wir gehen auf die Sicherung, der hat den Ball. Wir sind an der 11-Yard-Linie. Der Patriots mit einem zweiten Versuch und 4. Ich frage mich gerade, ob mein Offense-Coordinator auch weiß, dass wir ein Laufspiel haben, Freunde. Nehmen wir die Curls-Combo. Wir achten auf Jason Witten in der Mitte. Was für ein Pass von Prescott. Weißt du, das... Da musst du einen Pass über 10 Yards werfen und der wirft da so eine Gurke raus. Ja, Interception Patriots. Damit endet dieser an sich schöne Drive der Cowboys. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erster und 10 an der 22-Yard-Linie. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Ja, jetzt werden... Ja, und sofort der Touchdown. Da kommt, glaube ich, keiner mehr dran an White. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir werden gleich hier mit 0-3 dastehen, denn das... Eieiei, was für ein Fehler. Zwei Plays hintereinander, ganz mies gespielt. Und es steht 10:0 für New England. Da haben wir den Ball doch eigentlich so gut bewegt. Und dann so eine Aktion. So, in der Endzone nehmen die Cowboys den Ball auf. Taven Austin ist unterwegs. Der sucht verzweifelt eine Lücke, findet keinen. An der 29 ist Schluss. Erster Versuch und 10 für die Dallas Cowboys. Ich will mit Prescott nicht werfen. Wir nehmen den Stick. Cooper und Cobb von links auf einer Slant. Witten, meine Sicherung. Wieder komplett überworfen. Boah, der... Mein Gott. Zweiter und 10. Wir attackieren die Mitte mit Cooper, Witten und Gallup und schauen mal, wo unser Salzstreuer-Quarterback diesmal hinwirft. Diesmal findet er einen Receiver. Wir sind an der 49-Yard-Linie der Patriots. So, wir nehmen die Verticals. Wir attackieren die Mitte mit Cooper. Ich achte auf Witten. Ein wunderbarer Catch. Und das war ein richtig schwerer Wurf von Prescott. Und den kriegt er hin. Erster und 10 an der 24-Yard-Linie. Ich darf doch mit Prescott einfach nur stur geradeaus werfen. Slot Fork. So, wir haben noch drei Auszeiten. Wir achten auf Gallup auf der rechten Seite. Und der ist schon wieder intercepted. Hurra. An der 5-Yard-Linie. Zwei Interceptions von Prescott. Ach, das ist so schwer. Erster und 10 an der 5-Yard-Linie.
Patriots laufen. Ja, die kriege ich hinten eh nicht festgesetzt. Da nehme ich jetzt hier auch keine Auszeit, weil... Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Schöner, vollständiger Pass noch einmal von Mayfield. Halbzeit 10:0 Patriots. Zwei Interceptions der Cowboys. Eine in, eine kurz vor der Endzone. Es läuft bescheiden. So, der Kick geht an die 10-Yard-Linie. Wird jetzt aufgenommen von Taven Rosten. Der retourniert immerhin bis an die 31-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Dallas Cowboys. Counter J, also dann Elliott. Boah, der Block hat auch bombig gehalten. 2.13. So, wir müssen wieder auf einen Pass gehen. Wir achten auf Cobb, der über die Mitte kommt. Auch unsere Tight End Witten ist noch eine Option. Cobb in Motion. Witten über die Mitte. Ja, das kann... Ich muss bei Prescott wirklich einfach nur schnurgerade auswerfen. Third and Inches, also noch kein First Down. Ich versuche mit Elliott zu laufen. Wir gehen über die Seite. Und da hat er das First Down. Und mehr und viel mehr. Der Ball ist an der 38-Yard-Linie. So, jetzt mal ein Lauf über die Außen. Halfback Stretch. Es geht über rechts. Nee, das kannst du vergessen. Also über Außen muss ich gar nicht versuchen zu laufen. Da habe ich das Gefühl, da ist jeder Linebacker der Liga schneller als ich. So, ich nehme meinen Draw. 2. und 11. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Elliott kommt bis an die 27-Yard-Linie. No Huddle Offense jetzt der Cowboys. Halfback Toss. Wir probieren nochmal wieder den Lauf über die Außen. Diesmal haben wir mal ein paar Blocks bekommen. Elliott kommt bis an die 22-Yard-Linie. Inside Zone Split. 2. und 5. Olawale, unser Fullback mit dem Lauf. Jetzt haben wir einen 3. und 3. Oh, mit Pollard. Dann muss ich auf einen Pass gehen. Wir nehmen den J-Stick. Achten auf Cooper, der ist auf einer Slant unterwegs. Und das ist ein First Down für Dallas an der 14-Yard-Linie der Patriots. Wir sind in der Red Zone. Pollard jetzt als unser Running Back auf dem Feld. Und Pollard kommt bis an die 3-Yard-Linie. Damit haben, glaube ich, die Patriots nicht gerechnet. Pollard wieder mit einem Run. Der ist aber diesmal schnell vorbei an der 3-Yard-Linie. Nehmen den J-Stick. Wir achten auf Cooper. Der kommt gleich auf einer Slant. Und Gott, oh Gott, oh Gott, war der schlecht geworfen. Third and Goal. Wir müssen ja in die Endzone. Es hilft ja nichts. Oh Gott, oh Gott. Power O-Lauf. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Boah, war das wichtig. Zeke Elliott verkürzt. Gott, wäre ich doch die ganze Zeit noch beim Laufspiel geblieben. Kick ist durch und es steht 10:7. 17 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. Tja, jetzt müssen wir die Offense der Patriots stoppen. Das ist jetzt hier die ganz, ganz große Prämisse. Der Kick geht bis in die Endzone der Patriots hinein, das heißt kein Return. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für die Offense, angeführt immer noch von Baker Mayfield. Buckslant Show. Ein Zone-Blitz. Oh, das war ich, weil ich einen falschen Spieler hatte. Ja, 5 Yards den Patriots geschenkt. Na, Mahlzeit. Wir haben ja auch, wenn wir eins uns erlauben könnten, ist es ja wohl, hier Yards zu verschenken. 1. und 5.
Der Ball ist an der 33-Yard-Linie und die Patriots haben einen 2. und 2. Die letzten Sekunden im dritten Quarter laufen herunter. Spielen die Patriots diesen Snap noch? Nein, das dritte Quarter ist vorbei. Das heißt, wir gehen ins Schlussviertel. Ich bekomme hier Blitze. Leute, habt ihr einen Knall? Wir sind... Das ist ein Scherz, oder? Wir gehen in der Cover One Slant Crash Route. Also das... Wir sind ja nicht an der Goal Line, Leute. 2. und 2. First Down für die Patriots. Das hätte ich nicht riskieren können. Baker Mayfield einen Pass, Bub Touchdown. Also unfassbares Play Calling, was ich hier bekomme. Free Safety Fire. Wieder blitzen wir aus einer Zone heraus. Die Patriots haben jetzt Zeit. Incomplete Pass. Oh, da haben die Cowboys Glück gehabt. 2. und 10. Baker Mayfield gerade noch gestoppt, aber kurz vor einem First Down. 3. und 1. Tja, jetzt wird es aber langsam zeitlich hier mal richtig eng. Overstorm Brave. Ich rechne auch mit einem Lauf durch die Mitte. Und es ist ein Pass von Baker Mayfield und der ist vollständig. Ein Riesenplay der Patriots. Ja, ich muss jetzt meine erste Auszeit nehmen. Aber wir kriegen New England gerade hier nicht gestoppt. 1. und 10. Wieder. Oh, was für ein. Ja, klar. 2 Tackle mal eben locker ausgewichen. Neues First Down. Wir haben nur Glück, dass der Receiver über die Seitenauslinie gegangen ist. Die Patriots sind fast schon wieder in Field Goal Range. Lauf über die Außen und ein schönes Tackling von Jeff Heath. Wir nehmen unsere 2. Auszeit und haben jetzt einen 2. und 8 der Patriots von der 30-Yard-Linie. Lauf über die Außen und schönes Tackling. Nächste Auszeit der Cowboys. Ab jetzt habe ich keine Auszeiten mehr zur Verfügung. Ich kann die Uhr also nicht mehr anhalten. Und wir sehen einen 3. und 8. Ein Lauf. So, gestoppt haben wir sie. Wir können die Uhr nicht anhalten. Das heißt, die Patriots werden jetzt wieder ein 42-Yard-Field-Goal kicken. Und nehmen hier nochmal gut Zeit von der Uhr. So, der war gut. 13:7 führt New England. Wir haben noch exakt 1 Minute auf der Uhr. Wir brauchen einen Touchdown. Dann würden wir einen vollständigen PET vorausgesetzt, sogar in Führung gehen können. Also wir sind noch im Spiel. Taven Austin mit dem Return. Der endet an der 26-Yard-Linie. 1. und 10 für die Cowboys. Keine Auszeiten mehr. 57 Sekunden noch zu spielen. Four Verticals, wir attackieren die Mitte. Wir achten auf Jason Witten, wir achten auf Amari Cooper. Oh Gott, das ist ja mal, der ist komplett frei und mein Quarterback schafft es, ihn zu überwerfen. 2. und 10. Wir attackieren die Mitte mit Jason Witten, achten außen auf Gallup. Witten hat den Ball an der 39-Yard-Linie. No Huddle Offense jetzt der Cowboys. Wir nehmen den Wide Receiver Dick, wir achten auf Amari Cooper im Slot. Aber warum laufe ich denn nicht ins Aus? Vollständiger Pass von Prescott. Nochmal die 4 Verticals. Nur noch 30 Sekunden zu spielen. Wieder ein... Das ist nee, ich reg mich über unseren Quarterback nicht mehr auf. 4 Verticals. Ja, das... Ich traue mich, ich habe es gerade gemerkt, ich traue mich nicht mehr weit zu werfen.
Jetzt muss ich weit werfen. Und der ist natürlich intercepted. Wen hat's gewundert? Das Spiel ist aus. Wir verlieren gegen die Patriots 13-7. Die Niederlagen werden knapper, aber die Niederlage ist eine Niederlage. Es hilft ja nichts. Wir sind 0-3 in den Solo-Battlen. Das wird eine ganz miese Woche, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.